Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Sim Airport. Ja, ich nehme jetzt den zweiten von drei Teilen auf. Die werden jetzt, die nächsten beiden werden nur circa 30 Minuten lang. Und wenn die drei Teile veröffentlicht sind, dann werde ich mir Gedanken darüber machen, ob ich dieses Projekt weiterführe. Ob ihr das mögt, bitte seid so lieb und lasst entweder ein Like da oder einen Kommentar oder was auch immer, damit ich weiß, ob ihr das sehen wollt oder nicht. Und da entscheide ich dann, ob ich das weiterspiele. Ne? Another Brick in the Wall wollte ich eventuell auch noch machen oder ein anderes Spiel. Ich muss mal gucken. Ich möchte gerne drei Spiele insgesamt auf meinem Kanal haben erstmal. Das kriege ich aktuell gerade zeitlich unter. Und ja, da müssen wir mal sehen. So, dann geht es jetzt erstmal los. Ich muss jetzt auf jeden Fall einen Kredit aufnehmen. Wir brauchen noch hier einen zweiten... hier Gate, damit wir hier noch mehr Flugzeuge hinkriegen. Und da werden wir jetzt mal Kredit aufnehmen. Volle Lotte, 1 Million. So, gib ihm. Was? Wie lange dauert das? Ach du Scheiße, müssen wir noch 6 Stunden warten. Ah, kann ich es auch? Ne. Ah. Annehmen. So, jetzt habe ich 1 Million. So, jetzt müssen wir hier mal ein bisschen investieren. Also ich kann euch auf jeden Fall schon mal direkt sagen, damit meine Leute hier anfangen können zu bauen. Fundament. Das muss erstmal größer. So. Das ist ganz wichtig. Dann haben wir Gate. Dann nehme ich jetzt auch erstmal nur so ein Außengate, für mich hier mit dem Erdgeschoss. Also im Prinzip genau das gleiche, was wir jetzt auch hatten. So. Ganz wichtig. Da müssen wir nämlich den Sicherheitsbereich erweitern um eine weitere Spur. Den Wartebereich natürlich erhöhen. Hier muss jetzt nachher dann noch eine Tür rein. Tür. Große Schiebetür. Zack. Das kommt dahin. Dann brauchen wir noch. Was ist das hier für ein Ding? Gate-Schalter. Gate. Bus-Gate. Gate-Schalter. Ja. Können wir dahin machen. Dann brauchen wir einmal einen PA-Verstärker. Ach so. Okay. Treibstoffdepot. Ziemlich klein. Auf jeden Fall hier noch so ein paar Anzeigen hinballern. So. Dann brauchen wir noch Bänke. Bank. Unterschied hier nur innen. Dann bleiben wir den hier. So. Hätten die mal besser einen Wetter nach hier setzen, aber ist egal. So. Dann haben wir hier jetzt schon mal ein bisschen mehr Sitzfläche. Das machen wir dann auch mal hier noch welche hin. So. Perfekt. Dann können die sich alle nämlich hier hinsetzen. So, hier warten nämlich schon relativ viele jetzt. Und wenn wir das Gate dann fertig haben irgendwann, brauchen wir jetzt auf jeden Fall noch einen weiteren Ticketschalter hier vorne. So, Ticketschalter. Das ist so ein Self-Gedöns-Ding. Ist vielleicht auch nicht schlecht, ne? Machen wir hier mal einen so ein Self-Ding noch mal hin. Hier gibt es Ticket-Kiosk. Kann man im Prinzip auch noch mal 2 Stück hinstellen. Das ist dieser Ticket-Test, ne? Wie heißt denn das Ding hier? Check-In-Schalter. Genau.
Check-In-Schalter, da. Kommt hier noch ein Check-In-Schalter hin? Was ist der? Automatik-ID-Check. ID-Checken. Tun wir das nicht hier? Egal, lassen wir erstmal. Dann brauchen wir jetzt noch, was willst du denn von mir? Eine oder mehrere Anlieferungen so sind voll. Ja, Anlieferung ist voll, ja, egal. Versorgung. Förderbänder. So. Dann haben wir jetzt einen Safe, einen Self-Made-Ticket-Schalter. Wenn der irgendwann fertig wird, muss man die Zeit mal richtig schnell laufen hier. Dann möchte ich noch mehr Fenster haben. Wow. Geld ist ja noch gut da. Noch mehr Fenster. Ich kann ja nicht überall Fenster hinmachen. Leute sollen rausgucken. So. Ist natürlich ein etwas größeres Flugzeug gerade hier. Aber das geht alles just in time hier. Die sind alle immer viel früher da und fliegen auch alle viel früher. Genau wie er hier. So. Hier wieder ein Gepäck, ist natürlich mega cool. Fragt man sich nur, wie lange soll sich das denn noch drehen, bis sie das mal abholen. Herren-WC ist gut voll. Darum geht's eigentlich. So, Flugzeug ist weg. Oh, nicht ganz fertig geworden. Wir brauchen hier noch einen weiteren Schalter. Das dauert hier zu lange. Ja. 82 war nur im Gate. Das ist natürlich nicht so gut. Wenn die Leute nicht alle da sind, warum? Abgeflogen. 16 Uhr soll abheben. Wir haben jetzt 15.28 Uhr. Und es fehlen immer noch Leute. Wen wartet ihr denn? Das ist Pacific Air. Sind wohl nicht genug Leute da, wa? Da kommt schon der nächste. Der ist jetzt auch mit Verspätung abgehoben, oder? Ja, mit 2 Minuten. So, hier sind aber auch keine 11 Leute. 6 sind nur hier. Das heißt, Flugzeug nicht voll oder wie? Nicht attraktiv genug, mein Flughafen, oder was bedeutet das? Passagiere von heute mit Anschluss. Verpasste Abflüge. 32 Leute haben den Abflug verpasst. Weil zu spät da oder? Lol. Da stehen sie. Ja gut, das war jetzt irgendwie ein Bug. Na gut, dann ist halt so. Aber der fertigt das eigentlich gut ab. Aber das ist nochmal ein Gate. Schalter. Busgate, Gate-Schalter. Dann können wir hier nämlich noch 2 haben. Dafür muss ich natürlich dann auch noch Schutzpiepen einstellen, ne? Weil der Safety-Bereich, der muss gleich dann noch erweitert werden. Markant. Mitarbeiter verwalten, Personal. So. Mal noch ein paar mehr von den Leuten. Von den Sicherheitsfritzen brauchen wir dann auch doppelt so viel. So. Ja, wenn ihr da jetzt rumsteht. Ihr habt euren Flug verpasst, ihr Luschen. So, wir brauchen mehr Arbeiter.
Wir verdoppeln hier den ganzen Kram. So. Busgate. Was ist ein Gate? Ne, Außenstandplatz wollen wir ja nicht. Was war das hier mit dem Zug? Bahnhof war das, ne? Bahnhof. Ermöglicht den Stadtbahnverkehr zu deinem Flughafen. Bietet eine Haltestelle für Züge. Limitiert auf Schreiben muss links neben dem Bahngleis platziert werden. Das geht aber aktuell nicht, weil hier die ganzen die Straße fährt. Das heißt, wenn wir das jetzt hier einmal... Ich muss die Zeit hier laufen lassen. Naja, jetzt müssen die erstmal das hier fertig machen. Jetzt kommen die auch gar nicht mehr raus. Da haben wir überall Fenster reingebaut. Löschen. Löschen. So. Aha. War ganz schön viele Peoples. So. Pause. Oder mal langsam machen. Jetzt muss ich einen... Was ist das? Sicherheitsbeamter. Ich will über den Tisch... Ausweiskontrolle. Gut, das waren ja diese ID-Checks, ne? Kann man diesen Tisch... Na, jetzt haben wir hier unsere Wand. Das ist alles jetzt ein bisschen blöd. Es gibt hier nämlich voll den Stau. Das müsste eigentlich weiter nach hinten. Da unten stehen auch noch Passagiere. Muss ich einmal Bau löschen. So, das muss einmal weg. Dann brauchen wir natürlich eigentlich jetzt hier auch Böden. Das sieht ja nämlich nicht ganz so schön aus, Teppich. Holz. Ach du Scheiße. Kostet hier fast gar nichts. So. Dann brauchen wir ID. Short Filling Kabinett. Automatischer ID-Check. Das wird doch gleich nichts, das ist doch scheiße. Gefällt mir doch jetzt schon nicht. Das Ding ist ein Metalldetektor und Gepäckscanner. Metall. Ganzkörperscanner. So. Das Ding muss dann hier hin. Dann brauchen wir ein Gepäck. Scanner. So. Und das ist, was war das? Ausweiskontrolle. Ausweiskontrolle. So. Dann müssen wir Zonen. Die Sicherheit. Hier. Müssen wir erweitern. So. Was willst du von mir? Was willst du denn von mir? Mindestens eine zugewiesene Gate-Schalter. Achso, da sind die hier. So an den zu. Okay. Und du? So an den zu. Gut. So, jetzt könnte ich im Prinzip ja auch mehr Flüge abfertigen. Scheiße, das ist nicht der gleiche Holzboden. Boah, egal. Warte mal jetzt. Meint er, wir können schon... Gut, dass ich hier Fenster reingemacht habe, wenn ich hier einen Anbau mache, ne? Das ist auch... Ja, schlau gewesen. Dann können wir jetzt eher die Fenster hier reinziehen. So.
Anreise. Ist noch alles Busse hier. Da, kommt neues Personal. Flüge. Ne, ich möchte etwas größere Flugzeuge haben. Eine Boeing 767, Alter. Das ist natürlich ein Riesending, ne? Boeing 707 ist gesperrt. Hier gehen ja nur maximal über das Ding. Hier ist ja ein Berater drin. Das Ding. So. Embraer. Was ist das hier für ein Teil? Das war eine... Kann man nicht sehen, was eine Flugzeuggröße das ist? Oder wie viele Leute damit wollen? Achso, maximal 50, maximal 50, maximal 50, maximal 90, maximal 19. Dann würde ich den mal auf das Gate packen. Den dahin packen. Dann haben wir da ja die kleineren, außer einen großen jetzt. Was haben wir denn noch? Wir hatten nur noch die andere Pacific. Pacific hat erst was am Nachmittag wieder. So. Wir hatten Pacific. Die Dudes hier, was haben wir hier? Dann nehmen wir nochmal eine Bench. Ne, das war jetzt falsch. Den abbrechen. Das kostet mich 10.000. Ach, scheiße. Vertrauen ist auch null. You will need to earn this airline trust over time. Whatever your breach, bla 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 bla. Okay. Warum kann ich da nicht verhandeln? Da ist doch ein Berater drin. Wie viele Berater wollen die denn? Aerostar habe ich noch. Aerostar, noch einen am Morgen. Oh. Geht aber nur der Smaller. Dann geht der noch dahin. So, jetzt habe ich nachmittags natürlich noch was. Wie? Das war's? Du musst einen Kontrollraum bauen, um mehr als 10 Flüge pro Tag abzufertigen. Okay. Kontrollraum. Klar. Kein Ding für den King. Warum war, wenn die dann irgendwann hier fertig sind mit ihrem ganzen Gedöns? Das hat jetzt erstmal Priorität hier. Also das Ding. Wie geht das denn nochmal? Priority? Nee, das ist das Falsche. ID-Check. Mist. Kann ich keine Priority drauf geben. Dringend. Los, baut schneller, Jungs. Das weiß ich jetzt schon, dass das total in die Hose gehen wird. Wenn wir nicht schnell diesen schnellen Sicherheitscheck da jetzt langsam fertig kriegen. Weil mit einem wird das interessant. Aber meine Fritzpiepen meinen ja, sie müssen jetzt hier erstmal Fußboden verlegen. Wenn hier gleich doppelt so viel Flüge ankommen. Oder kommen die erst am Morgen? Kann natürlich sein, dass die erst dann morgen kommen. So, eins ist gelandet. Die Leute gehen raus, umlaufen schön die Sicherheitskontrolle. Da möchte ich dann noch erstmal eine Wand ziehen.
Nur dass die dann halt. Was? Warum geht das nicht? So. Die Sicherheitsbar. Ich habe noch gar keine Sicherheitsbarten. Doch, 6 Stück. Habe ich. Banane, wo die rumlungern. Ah, doch, sind sie da. Sind die alle da. So. Geht das denn dann jetzt auch mit dem Gepäckwagen oder wie funktioniert das? Das kann man zuordnen zu. Geht auch. Aber mit nur einem Hangar ist natürlich. Natürlich blöd, ne? Hangar. Mittlerer Hangar. Brauchen wir mal noch einen mittleren Hangar. Jetzt werden wir hier mehr Gepäck drauf bekommen. Jetzt wird das auch wieder ein bisschen besser hier. Bin mal gespannt, ob wir schon direkt zwei Flugzeuge bekommen. Bisher erstmal nur eins. Aber das ist auch gleich ein großer. Das ist der einzige große, der vormittags kommt. Auf Gate A1. Aber er kriegt das, glaube ich. Ja, wird gut, wird voll. Alles just in time. Perfekt. Alles happy. So, jetzt gleich kommt der dicke Brummer. Mit 110 Leuten. Die anderen kommen erst alle morgen. Morgen wird's voll. Morgen wird's richtig voll. Den habe ich umgeroutet. Der geht morgen auf B1. Der geht morgen auf B1. Wird voll. Alles perfekt. Vorab, vor Zeit. Der wird locker vor Zeit weggehen. Super. Perfekt. Alles richtig gemacht. So, Pause. Jetzt haben wir noch eine Möglichkeit. Ich würde am liebsten, wir haben jetzt ja bis. Jetzt heute kommt nichts mehr, ne? Doch, der eine kleine kommt noch. Die Leute sind ja schon da. Ich würde jetzt ganz gerne einmal die Sicherheitskontrolle komplett abbauen und nach unten versetzen. Dass wir hier quasi eine Wand ziehen. Hier jetzt eine Wand ziehen. Jetzt mal hier runter. Dann kommt die nämlich jetzt wieder weg. Das war richtig schlau, was ich gemacht habe. So, jetzt warten wir mal kurz, bis der letzte Flug durch ist. Flieg durch ist. So, er ist da. Die Leute sind eigentlich schon alle da. Die Leute sind weg. Alles klar. Perfekt. Dann könnt ihr da jetzt einchecken. Alles gut. So, dann kommt einmal weg. Löschen. Löschen, löschen, löschen. So, es kommt alles weg. Boden. Möchte ich hier gerne anderen Boden auch haben. So. Anderen Boden. Dann einreißen. Ablöschen. Das muss weg. Das muss weg. So. Ja, ja, ich weiß. Sicherheit ist jetzt nicht mehr gegeben. Hin. So, okay. Dann Zonen. Keine Zone. Erstmal löschen. Was macht er jetzt? Das baut doch nicht den Fußboden ab, oder? Abbrechen. Achso, doch, ich mache ja hier. Ich würde ja Fliesen da haben. Alles gut. Was willst du denn? Ja, ja, ist alles gut. Bau, Böden, Fußboden. Ziehen wir jetzt hier noch komplett runter. So, jetzt müssen wir taktisch klug sein. Wir wollen jetzt erstmal Ausweis. Ausweis, Dingsbums.
Jungs, was ist los mit euch? Kein Bock mehr? Entweder setzen wir die alle hier hin, aber das wird wahrscheinlich zu schmal werden. Deswegen würde ich den Ausweischeck. Braucht das eigentlich jetzt noch Platz, dass sie da durchgehen können, oder kommen die da so durch? Nein, halt, stopp, 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 abbrechen, stopp, abbrechen. Du musst wieder weg. Pause. Ich habe eine ganz andere Idee. Viel bessere Idee. Suchen, löschen. Wand. Jetzt muss ich gucken nach Türen. Tür, Sicherheitstür. Ich hatte doch, wie heißen die denn? Door? Big Security Exit Door. Aha. In welche Richtung? Da ist ein klitzekleiner Pfeil drauf, ne? So. Exit Door. Da sollen die nämlich durchlaufen. Die Fritzpiepen. Das heißt, wir bauen eine Wand. Bauen hier eine Wand hin. Meinetwegen die da auch wieder zu. So. Dann laufen die hoffentlich da durch. Und dann möchte ich jetzt den Ausweis. Ich weiß nicht, ob ich da einen. Ich muss da, glaube ich, einen Luft lassen, ne? So. Zack. Digitalen Werbelchen möchte ich nicht. Dann möchte ich gerne einen mit nehmen. Was ist die anderen? Gepäck. Gepäck, Dingsbums. So. Dann brauche ich jetzt erstmal das Metall, damit ich das einmal sehe. So. Klar, da laufen die durch. Ein Luft. Dass sie da hinkommen, ne? So. Suchen. Wand. Ich weiß, das wird auf Ewigkeit nicht reichen. Das weiß ich. Aber erstmal sollte es reichen. Drei solche Dinger. Das heißt, ich muss noch drei weitere Sicherheitsleute einstellen. So. Zonen. Wo ist Sicherheit? Sicherheit. So. Sicherheitsbereich. Dann brauchen wir jetzt noch Gepäck. Gepäck. Scanner. So. Und dann gibt es noch die ID. Den haben wir ja auch noch. Ja, und den können wir hier oben einstellen. Der ist ja nicht so teuer. Bau, löschen. Ich möchte die nicht bauen. Ich möchte das gerne wieder einreißen. Oh. Na komm, da gib mir Priority dringend. Dann sollen die jetzt erst die scheiß Wand bauen, damit ich sie dann wieder einreißen kann. Ich ziehe das hier noch rüber und mache noch einen weiteren Tisch hier hin. Dass ich vier habe. Ja, ja, Fundament und wieder weg. Löschen. So, dann machen wir da jetzt nochmal ein Gepäckband hin. Weil es vier wird auf Ewigkeit auch nicht reichen. Aber bis dann haben wir, glaube ich, den
den Laden sowieso komplett umgebaut, dann ist das auch völlig Wumpe. So, wird das jetzt mal was hier bei euch? So. 19 Uhr, warum kommen denn jetzt die Arbeiter? Es kommt doch gar kein Flug. Und Metall. So, okay. Dann einmal die Wand. So, hä? So, das Metalldetektor, okay. Dann können wir die Wand aber noch ein... Ziehen wir die noch ein bisschen weiter runter. Machen wir jetzt Zonen, die Sicherheitszone. Erweitern wir jetzt noch in diesem Bereich. Im Prinzip kann ich den erstmal freilassen. Macht aber nicht viel Sinn, wenn ich, also den brauche ich nicht mehr. So. Du möchtest, was ist denn los? 11. Wir haben jetzt 3 pro jeden. 4 mal 3 brauchen 12 insgesamt. So. Können wir nochmal bei Hausmeister einstellen. So. Das ist jetzt mein neuer Einreisegedöns hier. So. Toll, warum musste ich denn den? Kriege ich doch noch ein so ein Ding zwischen. Warte mal. Das muss alles weiter rüber. Wie viel Zeit haben wir noch? Genug Zeit. Man kann das ja nicht einfach verschieben. Demontieren. 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 Oh, Entschuldigung. Bin nicht mehr so schnell auf die Muten-Taste gekommen. Aber meine Freunde, das war's dann auch mit dem Teil. Die Zeit geht hier mal rum wie zack. Wenn es euch gefallen hat, wisst ihr, was zu tun ist. Ich würde mich freuen und lasst es mich wissen. Dann gibt es auch noch mehr als 3 Teile. Jetzt nehme ich den 3. Teil auf und ja, viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.